kannst du die Menschen am schnellsten erreichen? Indem ich mit mir selber verbunden bin. Ich habe das jetzt gerade in dieser Sound-Healing-Session gemerkt. Je mehr ich mit mir verbunden war und meiner spielerischen Neugier gefolgt bin, desto mehr habe ich mich mit dem Raum und mit den Menschen verbunden gefühlt. Und ja, und mir auch erlaubt habe, Fehler zu machen, mir erlaubt habe, langsam zu machen, mit Lautstärke zu spielen, also leise zu sein und durchs Experimentieren. Wie würdest du das Healing in Sound Healing erklären? Was genau heilt? Ja, der Healing-Aspekt im Sound Healing. Ich habe es tatsächlich der einen Frau ja auch so ein bisschen erklärt, weil sie hat mir eine Frage dazu gestellt, die ich jetzt nicht mehr weiß, aber wir sind alle. Bestehen so ein Großteil, 80-90%, ich weiß jetzt die Zahl nicht, aus Wasser. Und Wasser, ja, wird in Schwingung versetzt, wenn du da einen Stein reinwirfst, wenn eine Welle kommt. Und Musik versetzt genau das in Schwingung. Das heißt, die versetzt uns in Schwingung. Und wenn da natürlich irgendetwas, ja, wir hatten es heute auch in der Arbeit, verwirbelt ist, weil irgendwie eine innere Unruhe da ist, weil irgendwas blockiert ist, emotional, physisch, körperlich, ja, dann ist das unrund und das kann ich halt durch ein durch Klänge, indem ich mich auf Klänge einlasse, ja, wieder kalibrieren und quasi wieder mich selbst wieder in eine gute Schwingung versetzen. Das ist wie wenn du so, keine Ahnung, nimmst eine Handvoll Kieselsteine und wirfst die so ins Wasser und dann ist das alles durcheinander. Aber wenn du halt einen Stein nimmst und den gezielt reinwirfst, dann kannst du wirklich beobachten, wie sich die Wellen ausbreiten. Dann ist das total gleichmäßig. Und du kannst auch zwei Steine dann reinwerfen und die treffen sich dann irgendwann. Und das ist letztlich das, was da passiert. Also egal, ob das dann jetzt eine Handpan ist oder eine Klangschale oder eine Kalimba oder eine Koji oder völlig wurscht was. Du kannst mit allem arbeiten und letztlich hängt es halt von beiden ab, also vom Sender und vom Empfänger. Ich bin ja beides, also auch wenn ich das Instrument in der Hand habe, ich empfange ja auch das, was ich höre. Aber diejenigen, die dann im Raum sind, am Boden liegen, die sind Empfänger und lassen sich drauf ein. Das heißt, ja, das Einlassen ermöglicht letztlich die Heilung, indem ich selber an die heilende Kraft der Klänge glaube, auf meinen Körper auch höre, was möchte der. Und dann, ja, es wie das Wasser sozusagen auf mich einwirken lasse. Ja, kommen da jetzt viele Steine oder kommt da jetzt ein Stein oder kommt da gar kein Stein, sondern ein Blatt. Ja, und dann lasse ich es fließen. Und das ist das Heilsame, dass es fließen darf, weil es halt ganz oft, ja, wenn der Kopf meint, alles zu wissen, dann fließt es halt nicht, sondern es ist alles irgendwie so gelenkt und kontrolliert und fühlt sich auch mal sperrig an. Das kommt dann dadurch wieder ins Fließen. Wie kamst du zum Sound Healing? Ich kam zum Sound Healing tatsächlich. Wie kam ich dazu? Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich glaube, da gab es so eine Frau, die hat mich irgendwie darauf aufmerksam gemacht, dass ich ja irgendwie so ein Händchen habe, um mit bestimmten Instrumenten umzugehen, weil ich da genau das beobachten konnte, wie das, was ich selber als selbstverständlich wahrgenommen habe, auf einmal ja in Resonanz versetzt wurde. Und ja, ich habe also selber eine heilende Erfahrung sozusagen damit gemacht und habe dadurch ja die Kraft meiner Hände, das, was die in dem Fall mit den Instrumenten machen, irgendwie erkannt oder wiederentdeckt eigentlich. Und damit diese kindliche Neugier und die Leichtigkeit, mir das zu erlauben, auch dann auszuprobieren, Fehler zu machen. Und dann gab es, glaube ich, auch einen Aspekt, der das irgendwie so ein bisschen fancy fand, so, boah, cool, das ist ja irgendwie besser als Konzert und irgendwie, was weiß ich, Meditation und sonst was, ist irgendwie ein anderer Aspekt. Bis ich aber dann gemerkt habe, naja, die Frage, die du mir zuvor gestellt hast, das ist wirklich heilend, wenn ich mich drauf einlasse. Und das hat bei mir selber begonnen, weil als ich mich dann drauf eingelassen habe, so, hey, da passiert eine Heilung, nämlich erstmal in mir, weil ich mit dem Instrument verbunden bin. So, warum soll das dann nicht auch mit anderen
resonieren und dort irgendwie was auslösen, wenn ich das ja schon spüre. Das war dann dieser Erlaubnisprozess, dieser, okay, wenn es bei mir schwingt, ja, dann schwingt es auch nach außen. Und dann setze ich mich irgendwo hin zum Üben mit der Handpan und auf einmal, egal, wenn ich allein im Wald bin und ein Jogger vorbeikommt, der dann irgendwie fragt, ob er sich hersetzen darf oder sagt, schade, ach, hörst du schon auf zu spielen und so weiter. Oder sich bedankt und sagt, ja, dafür hat es sich jetzt gelohnt, dass ich jetzt hier hochgelaufen bin. Da habe ich dann gemerkt, okay, einer ist vielleicht noch, ja, ein Einmalerlebnis, zwei oder drei ist vielleicht noch Zufall, aber wenn du es halt ständig eigentlich hörst, dann irgendwann musst du sagen, Moment mal, also irgendwas fließt da, so. Und ja, egal wo ich mich hinsetze, irgendwie, wenn es bei mir fließt, dann geht es mit Menschen in Resonanz. Und wenn ich mich auf die Straße setze, geht es mit dem Geld in Resonanz, das dann zu mir fließt. Und je bedingungsloser, das finde ich auch einen spannenden Aspekt, je bedingungsloser ich das tue, das habe ich heute tatsächlich auch beobachten können, desto tiefer geht's. Weil dann dieses Wollen, dieser Druckaspekt weg ist. Dieses, ich will da etwas heilen, ich will da unbedingt etwas bewegen. Dann denke ich an, ja, Bühnenmusiker oder große Bands, die ja durch die Lande ziehen. Wenn das halt so ein Kommerz-Ausverkauf-Ding ist und dann auf einmal, keine Ahnung, die ganzen Musiker ausgewechselt werden, ja, dann merkst du halt auch, dann ist es halt irgendwie mechanisch. Aber wenn das halt, keine Ahnung, ein Singer-Songwriter ist, der da einfach seine Geschichten verarbeitet und das authentisch präsentiert, weil er sich mit verbunden ist, dann kannst du dich nicht dagegen wehren. Das geht voll da rein. Und das ist heilend. Nenn mir den schönsten Moment und tatsächlich auch den schlechtesten Moment auf der Straße, beim Straßenmusik machen. Was hat dich quasi positiv berührt und negativ berührt? Ich mag mit dem tiefsten oder ich weiß gar nicht, ob ich schlechten sagen möchte, aber dem vielleicht traurigsten Moment. Ich mag es ein bisschen erweitern, also als ich auch mit der Handpan einfach draußen, wenn ich mit der Handpan draußen spiele, ist tatsächlich, als ich selber super verletzlich war. Ich glaube, dass bei uns irgendwas in Resonanz gegangen. Ich bin dann mit dem Instrument rausgegangen, habe gedacht, okay, funktioniert ja, ich verbinde mich wieder mit mir selber. Ich war so verletzlich, ich war so offen, dass ich die Handpan da hatte und irgendwie, ich konnte die kaum berühren. Ich habe ganz leise dann versucht irgendwie und ich habe gemerkt, es geht nicht. Und ich musste mir eingestehen, okay, dadurch, dass ich mich da so öffne, wenn ich mit diesem Instrument in Kontakt gehe und dadurch mit mir selber ganz tief connecte, erlaube ich da eine gewisse Verletzlichkeit, dass diese Resonanz auch, dieser heilende Effekt entsteht. Aber wenn ich gerade verletzt bin, verwundet bin, darf ich erst mal selber heilen. Und mir das einzugestehen, dass ich dann halt jetzt gerade nicht einfach nur Musik mache, sondern dass ich erst mal selber das einfach wahrnehmen darf, ja, das ist schon ein bisschen traurig. Oder auch, wo wir beide uns getroffen haben in Magdeburg und gespielt haben und ich gemerkt habe, boah, das, was wir sonst zusammen machen, wenn wir uns gegenüber sitzen und beide an der Handpan spielen, ich gemerkt habe, boah, das ist gerade so, das fühlt sich gerade irgendwie wie ein Eindringen in meinen Raum an, so, wenn da diese Verletzlichkeit da ist. Wie wir später ja festgestellt haben, sind ja bei dir auch Themen in Resonanz gegangen. Das heißt, es war ja bei uns beiden, wir waren beide offen. Und dann ist natürlich der Wunsch, sich zu verbinden und diese Schwingung, diesen heilenden Effekt zu genießen und fließen zu lassen. Aber es geht halt dann nicht. Und ja, vielleicht ist das dann einfach auch genau die Trauer und genau die, ja, das, was es gerade zu erkennen gilt, dass es halt jetzt, ja, dass man jetzt gerade offen ist und dass es jetzt irgendwie um sich selbst spüren geht und vielleicht auch gerade ja der Aspekt des Lassens, der Zeit. So. Und der schönste Moment, ja, sicherlich der eine, wo ich in Göttingen da am Bismarckturm im Wald sitze und einfach nur Bank gefunden habe, zu Abend gegessen habe, vorher im Supermarkt eingekauft und dann mir vorgenommen, ja, ich übe jetzt da halt einen neuen Handpan Groove, YouTube-Video angemacht. Mir das reingezogen, da gespielt und dann saß da halt einer und ich übe halt dann, mache natürlich Fehler, weil es ist ja neu gewesen und dann gucke ich halt wieder ins YouTube und wollte mir noch mal ein neues Video raussuchen oder was und dann sagt er so von wegen, ja, schade, hören Sie schon auf oder hörst du schon auf?
Und ich total verwundert so, weil ich da gar nicht mit Publikum irgendwie, also mit Resonanz gerechnet habe. Dann habe ich gesagt, nee, ich schaue jetzt bloß gerade nochmal nach, ich spiele noch einen. Ah ja, toll, dann bleibe ich noch. Und ich so, krass. So, also das ist genau dieser Effekt, wenn ich das bedingungslos fließen lasse und mir einfach erlaube, den Raum für mich zu nutzen und mit mir verbunden bin, egal ob ich jetzt was neu lerne, ob ich Fehler mache oder nicht, das schwingt. Also ich habe auch in Momenten auf der Straße, wo ich zig Fehler gemacht habe, wo ich gesagt habe, nein, ich probiere jetzt diesen neuen Groove, auch wenn ich mich zigmal verspiele oder hängen bleibe, ich spiele den. Und selbst da in den Momenten ist Geld in dem Koffer gelandet, wo ich gedacht habe, so krass. Die bezahlen mich ja jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie aufhöre oder oh, der Arme, der ist so schlecht, sondern hey, geil, der sitzt da, der erlaubt sich das jetzt zu üben und der macht Fehler, so hey, wir machen alle Fehler. Super. Das habe ich als positiv erlebt. Und halt einfach auch tatsächlich die Bestätigung der Menschen. Ein Moment vielleicht noch in Kassel tatsächlich, wo ich da auf den Stufen vom Fredericianum sitze. Schön warm, Abendsonne, Sonnenuntergang. Ich habe nicht damit gerechnet, dass da groß irgendwie Leute jetzt beilaufen und mir da was in den Koffer werfen. Ich dachte, das spiele ich jetzt, da sitze ich jetzt selber gern. Stichwort, wie will ich es gerne haben? Nicht, ich glaube, vielleicht der 50er ist in meinem Koffer gelandet oder sowas. Aber auf einmal kommt von hinten eine Frau und steckt mir 20 Euro in die Hand und ich denke mir so, wo kommt denn die jetzt her? Aus dem Nichts. Ich weiß nicht, ob die von hinten mich gesehen hat oder ob die da drin war, mich schon gehört hat oder... Aber das hat mich umgehauen. Ich dachte mir so, krass, so leicht kann es sein. Und ich habe es ja nicht mal gemacht, um jetzt Geld zu verdienen, sondern mir hat es da einfach gut gefallen. Diese Sandsteinstufen waren schön warm, die Abendsonne war toll, ich habe einen schönen Überblick über den Platz gehabt. Mir hat es total gut gefallen. Und es ist dann so dieser Moment, so ich habe doch nichts gemacht. Thema Kinder und Musikinstrumente. Sag einfach was dazu. Kinder und Musikinstrumente, das ist eine Freude tatsächlich, weil Kinder unmittelbar das ausdrücken, was gerade da ist. Also wenn da eine Faszination ist, wenn da eine Neugierde ist, wenn da ein Staunen ist, die bleiben halt einfach stehen und dann ist halt der Mund offen oder die drehen sich wieder um oder die wollen zurück oder keine Ahnung. Also wenn die Eltern sagen, ja komm, wir müssen jetzt weiter oder wollen vielleicht nichts geben, weil sie denken, ja, wenn das Kind stehen bleibt, muss ich ja was geben, dann steht immer so dieses Gefühl, ich muss doch irgendwas tun. Aber die Kinder sagen ganz genau, was los ist und gehen dann auch in Kontakt und manche kommen dann auch direkt her. Und ich gehe dann auch in Kontakt, in Blickkontakt und manchmal kommt dann Scham und manchmal kommt dann Freude oder ganz unterschiedlich. Also all die Emotionen, das, was wir sonst in diesem Workshop- und Retreat-Charakter machen, passiert da völlig automatisch. Das findet einfach Raum. So, oder manchmal beginnt dann auch, ich habe jetzt beim Handbeinspiel noch nicht gehabt, mit Weinen, aber ich habe jetzt letztens an der Kasse ein Baby irgendwie gehabt, das dann da irgendwie stehen geblieben ist. Die Mama ist zur Kasse vor und dann habe ich das irgendwie halt angelacht und dann hast du schon gemerkt, oh, wo ist jetzt meine Mama? Dann kam halt irgendwie eine Emotion, dass es halt überflutet hat, das eher mit Angst oder irgendwas zu tun hat, dann ist dann zur Mama hin. Also das geht halt unmittelbar in Kontakt. Und dadurch entsteht direkt eine Connection. Und da habe ich auch was Krasses erlebt, so, es war in Leipzig. Ich habe es dir schon mal erzählt, das war, wo ein Sohn, also ein Junge, 7 würde ich den schätzen, entschieden hat, dass er von seinem Taschengeld, er hat seine Mama nach seinem Geldbeutel gefragt, die hat ihm den gegeben und dann hat er dann 2-Euro-Stück rausgenommen und hat mir das in den Koffer geworfen. Und er hat sich so unglaublich gefreut, dem war meine Musik 2 Euro wert. Was weiß ich, was der Taschengeld kriegt, 10, 20, 30 Euro, keine Ahnung. Aber 2 Euro für so einen 7-Jährigen, keine Ahnung, weiß er selber, was kannst du für 2 Euro kaufen? So, das ist schon was wert. Also manche Erwachsene schmeißen nicht so viel rein. Und als die Mutter das gesehen hat, dass der 2 Euro reinwirft, hat sich das komplett gedreht. Weil die dann ihr eigenes Ding da drauf gelegt hat und für ihr waren es halt keine 2 Euro wert. Oder sie hat gedacht, boah, der gibt jetzt 2 Euro diesen Musiker, so, da kannst du doch was anderes davon kaufen. Und dann hat sie ihm das Gefühl gegeben, das war nicht okay. Und dann hat er diese ganze Entscheidung in Frage gestellt und das hat sich dann, die sind eine Weile stehen geblieben. Ich hatte das Gefühl, die Mutter hat so irgendwie das Gefühl, naja, jetzt haben wir 2 Euro bezahlt, jetzt müssen wir auch für 2 Euro stehen bleiben. So. Aber eigentlich war für den Jungen in dem Moment, wo die Mutter ihm das Gefühl gegeben hat, dass es nicht okay war, eigentlich diese Entscheidung, die er aus einer puren Freude und Überzeugung und Leichtigkeit getroffen hat, das war dahin. Und er war eigentlich nur noch damit beschäftigt, das zu verarbeiten,
dass das jetzt die Entscheidung nicht richtig ist, weil ich mit ihm in Kontakt war. Aber die Mutter hat total diesen Kontakt quasi, ja, geblendet, so mit den eigenen, wir haben es heute auch gehabt, das Thema, eigene Wünsche, eigene Bedürfnisse, andere Perspektive, Glaubenssätze. Und das hat mich traurig gemacht, weil sich das nicht mehr, das ließ sich nicht mehr drehen. Das war dann, die sind dann von dann, und die Mutter war auch ganz ernst, die ist überhaupt nicht auf meine Leichtigkeit eingestiegen. Und das sind halt so Momente, die man erlebt, aber ich muss sagen, das hat mich nachdenklich ein bisschen traurig gemacht, aber ansonsten habe ich eigentlich mit Kindern fast nur positive, also eigentlich nur positive Dinge erlebt. Selbst mal, keine Ahnung, wenn es dann mehrere Kinder waren, wo dann auch welche mal hergekommen sind, die dann gleich irgendwie die Handpen dann berühren wollten oder andere, wo dann das kleinere Geschwisterchen dann das Geld wieder rausgenommen hat, was das andere Geschwisterchen vorher reingelegt hat, so, wo ich dann einfach nur lache, wo ich dann selber mich einfach freue, so, dass irgendwie was los ist und dann mir das auch Spaß macht, dann mit den Menschen in Kontakt zu gehen. Und da öffnet sich ganz viel. Also der Geldbeutel öffnet sich, ja, also die Kinder sind dann direkt im Zugang zum Geldbeutel der Eltern. Aber auch die Freude öffnet sich, die Emotion, da kommt auf einmal Kontakt, dann beginnen die dann auch über die Kinder dann mit mir in Kontakt zu gehen, wo sonst viele Erwachsene tatsächlich auch mit eigener Scham konfrontiert sind. So, also ganz, ganz wenige gehen wirklich direkt offensiv hin, habe ich auch schon mal gehabt, ein Pärchen, die haben sich auf einen halben Meter vor mir hingestellt, so, das war mir dann schon fast zu nah, wo ich mir aber dann auch gedacht habe, so eigentlich cool, so, die gehen halt dahin, wo halt, ja, so, okay, zack, bin da. Aber meistens sind die Leute eher so weiter weg, am Rand, beobachten oder auch hinter mir oder so oder gehen erst vorbei und kommen dann nochmal zurück. So, also ganz viel Scham oder auch beim Reinwerfen dann kein direkter Blickkontakt und so. Ist wirklich interessant, was da so alles in Resonanz geht. Mit Kindern ist es halt einfach, die haben, glaube ich, auch oft, da ist auch oft so eine Faszination dabei, so dieses, boah, der sitzt da einfach, der macht einfach Musik und ich bin selber ein Riesenfreund von Straßenkunst, also ich werde da, wenn da was ist, was mich anspricht, ich werde instant zum kleinen Jungen. Bleib da stehen. Das fasziniert mich. Ja, und jetzt sitze ich halt selber mal auf der anderen Seite. Nenn mir den Top-Skill oder Tipp von deinem Mentor Gregor. Den Top-Tipp von meinem Mentor Gregor. Ja, der Gregor ist erstmal ein begabter Handpan-Spieler, der seit 3 Jahren spielt, junger Mann. Super Typ. Und dem hatte auf irgendeinen Beitrag auf Instagram kommentiert, als ich in Hamburg war, Straßenmusik machen. Weil ich festgestellt habe, dass ich immer irgendwie bei dem gleichen Groove-Pattern irgendwie hängen bleibe und dann irgendwie so das Gefühl habe, so, da passiert nichts Neues, ich mache immer das Gleiche, das ist nicht gut genug, das muss sich verändern. So diese ganze, ja, Bewertung eigentlich, wie ich mir selber Druck gemacht habe. Da habe ich ihn gefragt, so, ja, wie kann ich das verändern, dass ich da irgendwie hängen bleibe? Erstmal habe ich mich mega gefreut, dass der überhaupt geantwortet hat, so, weil das ist für mich halt jemand, zu dem ich aufschaue, so, wo ich halt denke, so, boah, der ist ja schon richtig gut und der macht da Video und ist bekannt und keine Ahnung, spielt halt um Lichtjahre halt besser als ich, weil er einfach schon mehr Übung drin ist. Und der hat halt zu mir gesagt, ja, spiel jeden Tag 20 Minuten kontinuierlich. Bleib dran, mach das regelmäßig. Du gehörst zu den Top 10 oder Top 20 der Handpan-Spieler, weil die meisten halt nicht regelmäßig halt üben oder nicht regelmäßig spielen. Ich spiele es auch nicht jeden Tag, aber dafür, wenn ich halt spiele, ist es halt meistens eine Stunde oder länger. Oder wenn ich irgendwo Straßenmusik spiele, manchmal 4 Stunden am Stück. Dann, ja, triff andere Handpan-Spieler, vernetz dich mit anderen, weil du jedes Mal anderer Mensch, anderes Spiel, andere Grooves, andere Impulse, andere Energie, das, was wir auch in unserer Energiearbeit ja erleben, das ist jedes Mal, würdest du dasselbe Thema mit 10 verschiedenen Gruppen oder 10 verschiedenen Menschen aufstellen, das wäre jedes Mal anders. So. Also da Impulse sich holen und halt, wie ich es ja auch dann gemacht habe, von Menschen, die dich inspirieren, ja, und nimm dir Unterricht. Also, ja, besorg dir Wissen, Know-how und dann setz es um. Just fucking do it. Das habe ich dann mit ihm auch gemacht, weil wir sind dann direkt auf die Straße zu zweit. Oder sind live gegangen, ja. Und dann sagt er auch noch von wegen, ja, Manuel, jetzt spielst du mal. Ich dachte mir, alter Scheiße, ich jetzt, was soll ich denn jetzt überhaupt spielen, ja.
so mich gleich voll so klein gefühlt und dachte mir, okay, egal, ich mache das jetzt. Ich habe echt schlecht gespielt aus meiner, das heißt wirklich für mein Level, ich habe mich wirklich, also überhaupt nicht wohl gefühlt so. Ich habe gedacht, egal, dann geht es darum, jetzt mich diesem Gefühl zu stellen, der Scham. So. Und ja, und dann sind wir halt auf die Straße und da war es genau andersrum, weil da haben wir unglaublich viel Freude erlebt. Also das war einfach der Wahnsinn. Das war so viel geile Kontakte, tolle Menschen, Gespräche. Da ist richtig was aufgegangen. Und da gedacht, so krass, und das alles nur, weil ich mich getraut habe, ja, dem eine Frage zu stellen, mir eigentlich dort vom Profi, von jemandem, der es kann oder weiß, das abzuholen, was ich will. Mich nicht klein zu machen und nicht sagen, ah, den brauchst du ja eh nicht fragen, der meldet sich ja eh nicht, da, 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 da. Ja. Ich glaube, wir haben genug, oder?